Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Nein. Das Deputy-Deutsch-Projekt. Haben wir das nicht schon angegeben? Das erste, ja, aber nicht das zweite. Das erste war das mit dem Roman und das zweite ist das mit dem Film. Genau! Und was machen wir jetzt? Dann der beim Film dran. Hat schon irgendwer was gemacht? Wer hat das Baby gegessen? Nein, nur wieder ich. Habt ihr wenigstens die Zusammenfassung auf Wikipedia gelesen? Wisst ihr, um was es geht? Soll ich erzählen, um was es geht? Ja, hätte ich das so gern. Okay, die ganze Geschichte spielt in Paris 1934. Da gibt's einen Andreas. Der ist ein stadtbekannter Bettler und Ertrinker. Dann gibt's noch einen reichen Pinkel. Was? Ein reicher Typ halt. Wurscht, machen wir weiter. Der gibt dem Andreas 200 Francs. Einfach so. Der Andreas kapiert nicht, was da angeht und wissen, warum der Typ so viel springen lässt. Der Fremde sagt aber nur, er soll das Geld zurückzahlen, wenn er es wieder hat. Aber er soll es nicht ihm zurückzahlen, sondern der heiligen Therese von Lisieux in der Kapelle Saint-Marie de Bartonnais. Irgendwas Französisches halt. Hab ich die Sprache oder du? Seit der Andreas das Geld gekriegt hat, der lebt da jede Menge Wunder. Aber zuerst versäuft er das Geld. Er weiß nachher aber nimmer, wie es zurückzahlen soll. Dann passiert aber schon das erste Wunder. Durch einen Zufall findet er Arbeit als Möbelpacker und kriegt wieder Geld. Aber wieder versäuft er fast das ganze Geld. Er hat noch ein bisschen was über und kauft sich Brieftaschen, damit das Geld nicht mehr los in der Hosentasche nochmal antragen muss. Das nächste Wunder folgt. Er findet 1000 Francs in der gekauften Brieftasche. Er versucht das Geld öfters zurückzubringen, doch immer wieder kommt ihm was dazwischen. Einmal trifft er einen alten Schulkollegen, der mittlerweile ein berühmter Fußballspieler geworden ist. Der lädt ihm ein, in ein Hotel auf seine Kosten zu wohnen. Das nächste Wunder, und schon wieder kann er das Geld nicht zurückbauen. Er versäuft's wieder. Dann trifft er wieder einen alten Bekannten, den Wojtech, einen ehemaligen Arbeitskollegen, ein schlesischer Kohlearbeiter, und versäuft das Geld schon wieder. Dann trifft er wieder eine alte Geliebte, die Caroline. Für Caroline war er nämlich im Gefängnis. Was macht er bitte im Gefängnis? Er hat den Mann von der Caroline Handrat. Doch als Caroline davon hört, verstoßt sie ihn. Zusätzlich verrät sie nur an die Polizei. Deshalb ist er Bettler, wegen der Caroline waren nämlich 2 Jahre im Gefängnis. Er schläft mit ihr, aber lässt sie wieder fallen, weil es alt geworden ist. Durch einen Zufall trifft er den edlen Mann vom Anfang wieder. Der weiß aber nichts davon, dass er ihm Geld geliehen hätte. Aber trotzdem leiht er ihm wieder Geld. Jetzt will er es endlich der heiligen Therese zurückzahlen. Wieder geht er zur Kirche. Dafür trifft er wieder den Wojtech und schafft es wieder nicht rechtzeitig in die Messe. Sie fangen wieder zu trinken an. Sie trinken weiter und auf einmal kommt ein kleines Mädchen herein. Andreas ist von dem Mädchen angetan. Er glaubt, in dem Mädchen die heilige Therese zu sehen und würde das Geld zurückgeben. Doch sie will es nicht und gibt ihm stattdessen Geld. Andreas findet sich damit ab und geht zurück zu Wojtech an die Bar. Er trinkt mit Wojtech weiter. Auf einmal fällt er wie ein Sack in sich zusammen.
Andreas greift mit letzter Kraft in die Rockstasche und will der kleinen Therese das Geld zurückgeben. Er stirbt mit den Worten Fräulein Therese auf den Lippen. Das wär's, gell, welche Frauen? Hat sie irgendwie vielleicht checkt? Ach, geh, leckt's mich doch einfach.